Hallo alle zusammen, hier ist das Servierbrett mit dem Schiefer und das sieht natürlich an der Physik schon mal hervorragend aus. Dieser schwarze, unruhige, rustikale Schiefer in diesem Holz gefasst, der ist einfach nur reingelegt, das heißt man kann ihn einfach auch rausnehmen. Was die Qualität vom Schiefer angeht, die gefällt mir hier in der Fläche hervorragend. Hier was die Ränder angeht, gucken wir mal, sieht man, dass hier natürlich aufgrund des Materials wahrscheinlich auch eben keine runden Ecken sind oder keine sehr spitzen Ecken. Hier ist es ein bisschen besser gelöst, hier auch. Aber es ist eben nicht ganz so gleichmäßig, gerade diese Ecken. Ist für mich in Ordnung, weil es bei so einem Stein natürlich immer Unregelmäßigkeiten auch geben kann. Man sieht es dann hier vielleicht nochmal. Aber insgesamt bin ich mit der Qualität mehr als zufrieden. Und es fühlt sich schön an, sieht schick aus und es passt dann auch einfach dazu. Auf der Rückseite haben wir so ein typisches Schneidbrett hier mit einer Rille. Das heißt, hier könnte man problemlos auch Tomaten oder saftige Sachen schneiden. Die Arbeitsfläche wird dann nicht nass, weil die Feuchtigkeit des Schnittguts landet dann eben hier in der Rille. Wollen wir mal kurz gucken, wie man hier vielleicht einen Käse zu kombinieren kann. Wie sieht das aus, dieser Schwarzton mit so einem gelben Käse. Ich habe jetzt hier einfach mal so ein Stück Parmesan und man sieht schon, das sieht recht schick aus. Und wenn man jetzt hier noch ein paar Tomaten oder vielleicht was Grünes auch noch hinlegt, dann sieht das sehr ansprechend aus und das Essen schmeckt dann vielleicht auch gleich zweimal so gut.